qui aiment les antiquités. C'est formidable. Ça trouve vraiment très belle. Beaucoup plus belle que les trois autres prix précédemment. Je suis vraiment content d'être venu. Herzlichen Dank. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, hierher gekommen zu sein. Und vielleicht klingt es banal, aber es ist wirklich eine Ehre für mich. Es ist ein sehr renommierter Preis. Bester Schauspieler Europas, welche Ehre. Zum Glück nur für ein Jahr. Ich sehe das nicht als eine Art Anerkennung für eine Karriere. Ich sehe das als Fußtritt ins Hinterteil, als Ermahnung weiterzugehen, weiterzumachen. Denn ich liebe die Menschen, ich liebe das Leben, ich liebe das Vergnügen, ich liebe die kleinen Dinge und die kleinen Leute. Ich spreche gern mit ihnen, ich spreche auch gerne von ihnen. Und ich liebe auch das Kino mit seinen zahlreichen Anstößen und das Kino, das sich wirklich an die Seele wendet und nicht nur einfach so ein Kino, wo man sich den Kopf freipusten kann, wie viele sagen im Französischen. Ich finde das sehr, sehr traurig. Also wir haben jetzt auch eine Globalisierung, was die Kultur betrifft. Und statt in die Höhe zu streben, gehen wir in die Breite nach unten. Und die Leute wollen einfach nur noch sich mal ein bisschen hängen lassen und sich vor der Kinoleinwand entspannen. Dagegen bin ich heute sehr glücklich. Ich gehe sehr oft zu Festivals. Ich denke, das sind wichtige Orte, Orte des Widerstands. Für die Kultur gibt man nicht viel Geld aus, aber Kultur ist so wichtig, um etwas weiterzugeben. Und deshalb finde auch ich diese junge Jury so wichtig und auch ich finde es so wichtig, dass die jungen Leute lernen, über hinauszugehen, über dieses einfache ich mag oder ich mag nicht diesen Film, aber ich denke, es bleibt auch noch viel zu tun, damit junge Leute überhaupt noch ins Kino gehen und sich richtig gute Filme anschauen, wenn ich jetzt heute weiß, wie voll die Multiplex-Kinos noch sind von Leuten, die einfach nur mal ein bisschen vor der Leinwand abhängen wollen. Und darum kann es nicht gehen. Es geht um das Leben der anderen. Es geht um das Leben der Menschen. Und ich nehme diesen Preis wirklich, um weiterzugehen in diesem Sinne und um diesen Weg weiter zu verfolgen. Ich war so bewegt, dass heute so viele Menschen hier in Braunschweig in Filmen waren, in denen Olivier Gourmet mitspielte. Ich dachte, das wäre vielleicht in Belgien oder Frankreich der Fall. Und es hat mir wirklich das Herz gewärmt, aber auch den Geist gewärmt, dass das auch hier der Fall war. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Wir müssen in unserer Neugier weitergehen. Wir müssen wagen, neugierig zu sein und wir müssen auch wagen, anders zu sein, etwas anderes im Kino auch zu tun. Audiard, qui avait une formule magnifique, qui est heureux les fêlés. Audiard hatte da mal eine ganze Formel, eine ganz tolle Formel, die unübersetzbar ist. Sie heißt, selig sind die, die einen Sprung haben, denn durch die kommt das Licht so richtig gut durch. Et pour finir, vraiment du fond du cœur, merci et vive le Festival de Braunschweig. Es lebe das Festival von Braunschweig und vielen Dank.